Lecker. Diese Kobolde es schaffen, in so kurzer Zeit von Pfeil und Bogen zu Panzern und Gewehren zu kommen. Wo ist ihre Basis? Und wie können wir diese Bedrohung beseitigen? Wir müssen sofort eine Erkundungsexpedition losschicken, um Daten zu sammeln. Wer meldet sich freiwillig? Ich. Die liegen mitten im Koboldland. Ich kann euch alle hinbringen. Aber ich weiß nicht, ob auch alle wieder rauskommen. Victor? Victor Industries benutzt diese Gelegenheit, das neueste Modell meiner Sicherheitsroboter zu testen. Während menschliche Stärke natürlich wünschenswert ist, braucht die Expedition etwas weitaus Stärkeres gegen die Waffen dieser Kobolde. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte für den Erfolg der Mission unverzichtbar sein. Noch weitere Freiwillige? Na schön, dann bilden Ryder und Victor wohl unsere Expeditionskorps. Ja, Doktor? Bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird, würde ich Ihnen allen gern etwas zeigen, das ich entwickelt habe. Kommen Sie! Onkel! Hey, wie geht's dir? Gut, der Doktor hält mich auf Trab. Hm? Muss an die Arbeit. Bis später! Okay. Jetzt ruhig an, mein Kleiner. Du schaffst das. Hallo, da sind wir. Mann, sieht da hart aus. Die größte Schöpfung. Was Sie vor sich sehen, ist meine größte Schöpfung. Aha, ziemlich klein von der Schöpfung. Aber gerade schon richtig rein. Das stimmt. Das war knapp. Das wäre wahrscheinlich nur die Slow-Mo. Hallo, krieg ich nichts? Nö. Warte. Wie Sie alle wissen, sind diese Relikte das Fundament unserer Gesellschaft. Das ist ein Überrest einer unbekannten Zivilisation, die unsere Maschinen angreifen und unseren Lebensstil ermöglichen. Das hat es auch wirklich gebracht. Der ist jetzt viel größer. Ja. Er ist ein Patent. Ausweichen. Guido schläft. Entschuldigung. Das war knapp. Ja. Er ist ja echt hochgewachsen. Hat einer von euch noch was zu sagen, vielleicht? Na, sag nicht, dass ich Hose bin. Ja. Was meinst du, was heute drehen werden, zum Beispiel? Welche Farbe hat meine Unterhose? Das will keiner wissen. Oh, okay. Was kann man denn noch so machen? Hast du noch eine Idee? Hat jemand von euch noch eine Idee? Ein paar Worte von Glamis. Ja. Ich bin hier mal für offen für eine Runde Black Ops. Ja, das wissen wir. Das werden wir heute auf jeden Fall noch machen, Black Ops. Auf jeden Fall wollen wir gleich noch definitiv Outlast mit Blame. Also, also komplett von Kapitel 1 bis durch. Jo. Ich freue mich schon drauf. Und was wir auch gleich noch machen wollten, war hier Gears of War 3. Stimmt. Boah. Ja. Vielleicht auch noch Splinter Cell. Achso, ja, Splinter Cell für Mädchen auch im Chor. Das macht auch richtig Bock. Auf jeden Fall werden wir schon einiges hinkriegen. Also, ein Video wird es bestimmt nicht mangeln. Ups.
sieht doch schon viel besser aus. Ja. Wie Sie unschwer erkennen, kann Nepp explosionsartig wachsen. Jetzt auch von mir einstecken. Funny, funny, so funny. Türraum springen, gegen Wand. Ah. Ja, das finde ich so lustig, mit Enki schon weggeflogen. So viel zum Spiel sagen, also. Das heißt, was jemand könnte, so ein paar kommende, dumme Geräusche. Schokolade drücke auf alles, vielleicht ein super Move. Dann richtig schlafen. Und? Ja, du musst nochmal klicken. Und nochmal. Genau. So. Die sind ganz wichtig. Was wir auch noch erwähnen können, also das haben wir auch schon letztes Mal gesagt, auch Rennspiele werden wir auch natürlich spielen, ist klar. Das ist größtenteils auch gegeneinander so. Ja, oder mal so ein bisschen halt. Ja. Abwechselnd mal hier die Kampagne oder halt Rennen. Ja, auf jeden Fall werden wir Rennspiele auch machen. Ja, ich lache mal hier gerade volles Rohr aus. Ja, scheint, dass du es nicht wirklich hinkriegst. Hättest doch lieber auf leicht gemacht. Oh, was denn? Ja, wir wollen jetzt hier nicht 100 Tode von hier sehen, also. Wir müssen auch mal weiterkommen. Das wird auch noch passieren. Aktiviert die Schockwelle. Ja, stimmt. Das zweimal Kreis kriegen. Genau. Das macht es ein bisschen schneller. So ein ganz kleines bisschen. Knick eine Glatze. Lade dich mit den Sonnensteinen wieder auf. Ned kann sich durch die Kraft der Sonnensteine auch selbst in einen Sturm aus Relikten verwandeln. Ned, jetzt zeigt uns, was dein Sturmangriff bei diesem Gegner bedeutet. Oh, sie ging kaputt. Das sieht mal hart aus. Der Schirm ist bestimmt der coolste. Wie Sie gesehen haben, kann Ned mit der Energie der Sonnensteine seine bereits herausragenden Kräfte noch weiter steigern. Das war geplant. Ja, auf jeden Fall.
beeindruckend, Doktor. Sie nennen ihn Mac, ist das richtig? Eigentlich nenne ich mich selbst Mac. Beeindruckend? Mir kommt er doch recht zerbrechlich vor. Wenn wir Kobolde jagen, bekommen wir es mit anderen Gegnern zu tun als mit solchen lahmen Blechkameraden. Und was genau wollen Sie damit sagen, Victor? Tja, ich habe ein paar meiner Sicherheitsroboter dabei. Wenn Ned die besiegen kann, gönne ich ihm seinen Platz in der Expedition. Geht klar. Warum gehen wir nicht raus in den Garten? Da ist es nicht ganz so eng. Ja, harter Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. Ich glaube eben. Der Roboter hat sich schon mal seit Reinigung unter Hose gemacht. Wollen Sie, ne? Packt das? Das wird sich ja jetzt zeigen.